Liebe Fußballfreunde, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in der WWK Arena, wo im Moment sehr gutes Wetter herrscht. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so ein klein wenig im Weg stehen. Kommt mir oft so vor, als hätte man zu hohe Ziele, zu hohe Ansprüche. Für mich gehören die nicht zur absoluten Spitze. Und mit der Nummer 7, Florian Niederlechner. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Ausgangsformation heute 3-4-3. Interessante Taktik, sieht man immer wieder, birgt auch Risiken, aber ja, gut, es ist ja jetzt auch nicht die Neuerfindung des Fußballs. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Torhüter ist Kun Castells. José Brekalo steht mit Renato Steffen auf dem Flügel. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Caligiuri, André Hahn. Und er gewinnt den Zweikampf. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Felix Odukay. Niederlechner. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gute Aktion. Daniel Caligiuri. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Goveleov. Daniel Caligiuri. Gut den Körper eingesetzt. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Xaver Schlager. Da kann er sich den Ball holen. Da sind Mitspieler frei. Rani Khedira. Klasse Tackling hier. Daniel Caligiuri. Rani Khedira. Schönes Zuspiel. Abwehr ist zur Stelle. Steilpass wird abgefangen. Oxford. Goveleov. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Xaver Schlager. Maximilian Arnold. Arnold. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Macht er gut. Jetzt die Gelegenheit. Und da treffen sie das erste Tor heute.
Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Die Führung also für Wolfsburg. Tor für den VfL Wolfsburg. Die Nummer 9, Wout Weghorst. Da gibt er Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Rani Khedira. Daniel Caligiuri. Klasse Pass! Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. War das eng? Fast der Treffer, fast der Ausgleich, aber nur Alu, nicht zu überhören, viel Pech dabei. Aber ich bin sicher, die geben nicht auf. Renato Steffen, Wout Weghorst, Josip Brekalo. Pass zu Brekalo. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Maximilian Arnold. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Maximilian Arnold. Yannick Gerhard. Wout Weghorst. Er zieht ab. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. So, schauen wir mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen? Ecke kommt in den 16er. Und es geht mit Abstoß weiter. Hier nochmal das Tor, das zur Führung führte. Platzierter, kraftvoller Abschluss. Das hat er ganz stark gemacht. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Sie lassen sie kommen. Das kann natürlich auch mal schief gehen. Wout Weghorst. Yannick Gerhard. Da schießt er. Guter Schuss. Knapp vorbei am Tor. Rani Khedira. Grueso. Gut den Ball verteidigt. Da kommt der Pass auf außen. Und Wolfsburg holt sich den Ball hier zurück. Den Ball holt er sich. Hat da genau gewusst, was er vorhat. Andre Hahn. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding.
Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Maximilian Arnold. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Er holt sich den Ball. Wout Weghorst. Das wird Abschluss geben jetzt. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Den wollte er ganz platziert machen, aber da fehlt doch ein ganzes Stück. Caligiuri. Niederlechner. Guter Vorstoß, kann was werden. Jetzt haben sie den Ball wieder. Yannick Gerhardt. Jose Brekalo. Xaver Schlager. Wout Weghorst. Wout Weghorst. Xaver Schlager! Klasse gehalten! So, Ecke kommt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Da war das Tor nochmal. Weit wird die Ecke reingeschlagen. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Hier steht es 2 zu 0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 31, Yannick Gerhardt. André Hahn. Gute Aktion jetzt. Felix Odukay. Goveleov, Felix Odukay, Rani Khedira. Klasse Aktion, Ball ist weg. Hier kommt die Nachspielzeit, 2 Minuten gibt's. Maximilian Arnold. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Jetzt könnte er flanken. Maximilian Arnold. Gute Aktion. Wout Weghorst. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2 zu 0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Der kann definitiv mehr. Mit der Führung im Rücken gehen die Wolfsburger jetzt in den zweiten Abschnitt. Sie müssen eigentlich einfach nur so weiterspielen.
Die Nummer 27, Alfred Finn-Bogason. Jose Brekalo wird Einwurf geben. Der Ballverlust. Jose Brekalo. Wout Weghorst. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Keine gute Aktion. Wieder Ballverlust. Wout Weghorst. Josip Brekalo. Steffen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Maximilian Arnold. Das ist Brekalo. Ein guter Block hier. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt vielleicht die Chance für Augsburg. Grueso. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. In den letzten Minuten eigentlich unterlegen. Und auf einmal sind sie da. Nutzen ihre eine Chance. Eine super Aktion. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Die Nummer 25. Maximilian Arnold. Steffen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Schöner Spielaufbau jetzt. Yannick Gerhardt. Renato Steffen. Yannick Gerhardt. Maximilian Arnold. Wout Weghorst. Es geht mit dem Abschluss weiter. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Hat er Glück, der war haltbar. Gleich wird hier ausgewechselt. Goveleov, Grueso. Muss Einwurf geben. Xaver Schlager. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Yannick Gerhardt. Wout Weghorst. Geht dazwischen und hat den Ball. Grueso. Da wäre Platz auf außen. Jetzt könnte er flanken. Augsburg ganz geduldig. Florian Niederlechner. Super Pass, ja. Und da klingelt's im Kasten. Kein Tor, auf Abseits entschieden. Gut gesehen, richtige Entscheidung. Da haben wir die Szene nochmal. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt, aber spätestens jetzt zu sehen, richtige Entscheidung.
Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Wout Weghorst. Er bricht erstmal ab, wartet auf die Kollegen. Maximilian Arnold. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Yannick Gerhard. Gefährlich jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verbergen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Die Nummer 9, Wout Weghorst. Rani Khedira. Goveleov. Schöner Steilpass. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Wout Weghorst. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt wird's gefährlich. Maximilian Arnold. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Sie lassen den Ball gut laufen. Maximilian Arnold. Zweikampf jetzt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Grueso. Ja, energischer Vorstoß. Guter Pass jetzt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Grueso. Was macht er draus? Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Carlos Grueso. Neu in der Partie, die Nummer 33, Tobias Strobel. Die Gäste werden wechseln. Wout Weghorst. Yannick Gerhard. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Gibt Einwurf. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten.
Joshua Gilabogi. Maximilian Arnold. Yannick Gerhardt. Ganz sicher machen sie das. Da kommt keiner dran und das gefällt natürlich nicht allen hier. Sehen wir heute nicht zum ersten Mal bei Ihnen. Immer wieder klasse Pässe. Ja, der Ball läuft exzellent. Das ist eine Ihrer großen Stärken. Maximilian Arnold. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Kommt jetzt die Flanke. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Yannick Gerhardt. Maximilian Arnold. Joshua Gilavogui. Yannick Gerhardt. Steffen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Ballverlust. Yannick Gerhardt. Maximilian Arnold. Gilavogi. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Sie bleiben also heute ohne Punkte und man hat deutlich...